So, passt mal auf. Komm, halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. Und vor allen Dingen komm du jetzt hierher, der so ein großes Maul hat. Leute, ich bin kein großer Redner. Und es ist vielleicht möglich, dass von euch welche Christus suchen. Aber ich glaube, er ist es nicht. Denn Christus war, so viel ich weiß, duldsam. Und wenn ihm einer widersprochen hat, dann hat er versucht, ihn zu überzeugen. Hat nicht gesagt, halt deine Schnauze. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht. Du dumme Sau. Und das kann dir auch passieren. Gesund wird Jesus Christus angeklagt wegen Verführung, anarchistischer Tendenzen, Verschwörung gegen die Staatsgewalt. Besondere Kennzeichen, Narben an Händen und Füßen. Angeblicher Beruf, Arbeiter. Nationalität, unbekannt. Decknamen, Menschensohn. Friedensbringer, Licht der Welt, Erlöser. Der Gesuchte
ist ohne festen Wohnsitz. Er hat keine reichen Freunde und hält sich meist in ärmlichen Wohngegenden auf. Seine Umgebung sind Gotteslästerer, Staatenlose, Zigeuner, Prostituierte, Waisenkinder, Kriminelle, Revolutionäre, Asoziale, Arbeitslose, Obdachlose, Verurteilte, Gefangene, Gejagte, Misshandelte, Zornige, Kriegsverweigerer, Verzweifelte, schreiende Mütter in Vietnam, Hippies, Gammler, Fixer, Ausgestoßene, zum Tode Verurteilte. Es ist möglich, dass es sich um ein elternloses Kind handelt. Vielleicht ist seine Mutter eine Hure. Vielleicht ist sein Vater ein Sträfling oder lebt in einer Kommune. Der Gesuchte gehört nicht der Gesellschaft an. Keiner Partei. Auch nicht der Partei der Christen. Keiner Kirche. Auf Parteitagen und Versammlungen findet man ihn nicht. Parolen und Programme lehnt er ab. Er ist weder Protestant, noch Katholik, noch Neger, noch Jude, noch Kommunist. Er trägt nie Uniform und hat nie eine große Schnauze. Onaniert auch ständig in die Luft. Kannst wohl nicht mehr, was? So, passt mal auf. Komm, halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. Und vor allen Dingen komm du jetzt hierher, der so ein großes Maul hat. Komm hierher. Millionen von Filmen. Komm hierher.
Leute, ich bin kein großer Redner. Und es ist vielleicht möglich, dass von euch welche Christus suchen. Aber ich glaube, er ist es nicht. Denn Christus war, so viel ich weiß, duldsam. Und wenn ihm einer widersprochen hat, dann hat er versucht, ihn zu überzeugen. Hat nicht gesagt, halt deine Schnauze. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht. Du dumme Sau. Und das kann dir auch passieren. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die nicht zu dem Gesindel gehören, schmeißen die anderen raus, oder sie haben ihr Geld umsonst bezahlt. Gesucht wird Jesus Christus. Angeklagt wegen Verführung, anarchistischer Tendenzen, Verschwörung gegen die Staatsgewalt. Besondere Kennzeichen, Narben an Händen und Füßen. Angeblicher Beruf, Arbeiter. Nationalität unbekannt. Decknamen, Menschensohn, Friedensbringer, Licht der Welt, Erlöser. Der Gesuchte ist ohne festen Wohnsitz. Er hat keine reichen Freunde und hält sich meist in ärmlichen Wohngegenden auf. Seine Umgebung sind Gotteslästerer, Staatenlose, Zigeuner, Prostituierte, Waisenkinder, Kriminelle, Revolutionäre, Asoziale, Obdachlose, Arbeitslose, Verurteilte, Gefangene, Geflohene, Gejagte, Misshandelte, Zornige, Kriegsverweigerer, Verzweifelte, schreiende Mütter in Vietnam, Hippies, Gammler, Fixer, Ausgestoßene, zum Tode Verurteilte. Es ist möglich, dass es sich um ein elternloses Kind handelt. Vielleicht ist seine Mutter eine Hure, vielleicht ist sein Vater ein Sträfling oder lebt in einer Kommune. Der Gesuchte gehört keiner Gesellschaft an, keiner Partei. Auch nicht der Partei der Christen, keiner Kirche. Auf Parteitagen und Versammlungen findet man ihn nicht. Parolen und Programme lehnt er ab. Er ist weder Protestant, noch Katholik, noch Neger, noch Jude, noch Kommunist. Er trägt nie Uniform. Der Gesuchte verbreitet utopische Ideen und muss als gefährlicher Anführer bezeichnet werden. Zweckdienliche Angaben, die zu seiner Festnahme führen, nimmt jede Polizeistation entgegen.
Ich werde von der Polizei gesucht. Ich werde von der Polizei gesucht, weil ich in die Welt hinaus schreie, dass die bestehende Ordnung untergehen wird. Eine Ordnung, in der Pfarrer Hostien verteilen an Soldaten, die in Vietnam Frauen mit ihren Kindern auf dem Arm abknallen. Ich bin nicht der offizielle Kirchen-Jesus, der unter Polizisten, Bankiers, Richtern, Henkern, Offizieren, Kirchenbossen, Politikern und ähnlichen Vertretern der Macht geduldet wird. Ich bin nicht euer Superstar, der seine Rolle am Kreuz für euch weiterspielt und dem ihr aufs Maul schlagt, wenn er aus der Rolle fällt. Und der euch deshalb nicht zurufen kann, ich habe eure ganze Show und eure Rituale satt. Euer Weihrauch ist mir ekelhaft. Er stinkt nach verbranntem Menschenfleisch. Ich ertrage eure heiligen Feiern und Feste nicht länger. Ihr könnt so viel beten, wie ihr wollt, ich höre nicht hin. Behaltet eure idiotischen Ehren und Preisungen. Ich habe nichts damit zu schaffen. Ich will sie nicht. Ich bin auch keine Stütze von Ruhe und Sicherheit. Sicherheit, die ihr mit Tränengas erreicht und mit Gummiknüppeln. Ich bin auch keine Garantie für Gehorsam und Ordnung. Ordnung und Gehorsam von Besserungsanstalten, Gefängnissen, Zuchthäusern, Irrenhäusern. Ich bin der Ungehorsame, der Ruhelose, der in keinem Haus wohnt. Ich bin auch keine Garantie für Erfolg, Sparbücher und Besitz. Ich bin der Obdachlose. Ohne festen Wohnsitz, der immer und überall Unruhe stiftet. Ich bin der Aufwiegler, der Aufrufer, der Aufschrei. Ich bin der Hippie, Gammler, Black Power, Jesus People. Ich will die Gefangenen befreien. Ich will die Blinden unter euch sehend machen. Ich will die Gequälten erlösen. Ich will die Liebe in eure Herzen werfen. Die Liebe, die über alles Bestehende hinausgreift. Ich will lebendige Menschen aus euch machen. Unsterbliche. Jesus ist da, rufen die Gotteslästerer. Jesus ist da, rufen die Staatenlosen. Jesus ist da, rufen die Zigeuner. Jesus ist da, rufen die Prostituierten. Jesus ist da, rufen die Waisenkinder. Jesus ist da, rufen die Kriminellen. Jesus ist da, rufen die Revolutionäre, die Asozialen, Arbeitslosen, Obdachlosen, Verurteilten, Gejagten, Misshandelten, Verfolgten, Zornigen. Jesus ist da, rufen die Kriegsverweigerer. Jesus ist da, rufen die Verzweifelten. Jesus ist da, rufen die schreienden Mütter in Vietnam. Jesus ist da. Jesus ist da. Jesus ist da, rufen die zu Tode Verurteilten.
Jesus ist da, rufen die Fixer, die Gammler, die Hippies, die Ausgestoßenen. Jesus ist da. Jesus ist da. Wir brauchen ihn. Und sie kommen zu Jesus gelaufen und sie schleppen auch die Kranken und die Krüppeln vor Jesus hin. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Der glaube an nichts als die Wahrheit, die ich verbreite, dann lade er sich freudig das Kreuz der Erkenntnis auf und folge mir nach. Ein Soldat ruft Jesus zu. Ich will dir nachfolgen. Was soll ich tun? Jesus antwortet: Zieh deine Uniform aus und wirf sie weg. Dann folge mir nach. Ein anderer sagt: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Was soll ich tun? Jesus antwortet: Verteile alles, was du hast, unter denen, die nichts haben. Dann folge mir nach. Der Papst ruft Jesus zu: Ich will dir nachfolgen in Ewigkeit. Was muss ich tun? Jesus antwortet: Halt's Maul und folge mir nach. Und Jesus spricht weiter zu denen, die ihm nachfolgen wollen. Ihr werdet von vielen gehasst werden, um meinetwillen. Sie werden euch auslachen und verhöhnen und anspucken und schlagen und verfolgen und misshandeln und einsperren und töten. Habt keine Angst vor denen, die den Körper töten. Eure brennenden Herzen können sie nicht ersticken. Was man euch im Dunkeln sagt, das redet im Licht. Und was euch ins Ohr geflüstert wird, das ruft von den Dächern. Denn es ist nichts verborgen, was nicht sichtbar werden wird. Und nichts ist geheim, was nicht bekannt werden wird. Geht unter die Menschen und sagt: Es ist Zeit. Befreit Gefangene. Heilt Kranke. Erlöst Gequälte. Macht Blinde sehend. Weckt die Toten unter euch auf. Treibt den Wahn aus den Menschen aus. Wer sein Leben dabei schont, der wird sein Leben verlieren. Wer keine Angst hat vor der Wahrheit, die ich verbreite, und danach handelt, der kann nie sterben. Der wird auch, wenn er stirbt, leben. Die Liebe wird ihn unsterblich machen. Täglich stoßen neue Menschen zu Jesus. Auch Frauen leben mit ihnen in der Kommune.
alle Arten von Frauen. Prostituierte, Kinder, Zigeuner, Revolutionäre, Kriminelle, Asoziale, Arbeitslose, Obdachlose, Gefangene, Verurteilte, Gejagte, Misshandelte, Zornige, Kriegsverweigerer, Verzweifelte, Mütter aus Vietnam, Hippies, Gammler, Fixer, Ausgestoßene, zum Tode Verurteilte. Und immer mehr Menschen strömen zusammen. So viele, dass sie sich gegenseitig fast erdrücken. Und alle wollen Jesus nahe sein. Und alle wollen ihn anfassen und in sein Gesicht sehen. Denn es geht eine Kraft von ihm aus, die alle mit Liebe erfüllt. Jesus ruft. Glücklich werdet ihr sein, die ihr jetzt weint. Denn ihr werdet lachen. Glücklich werden die Armen sein, denn sie werden das Leben zu Besitz erhalten. Verzweifelt nicht, wenn sie euch auslachen und verhöhnen und anspucken und schlagen und verfolgen und misshandeln. Ebenso haben sie mich verleumdet und angespuckt und geschlagen und ans Kreuz genagelt. Darüber hinaus können sie nichts tun. Aber wehe euch Reichen. Jeder Zuchthäusler und jeder Prostituierte sind besser wie ihr. Wehe euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet weinen. Euch aber, die ihr mich hört, euch sage ich, liebet euren Nächsten wie euch selbst. Wer zwei Kleidungsstücke hat, der gebe eines von dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, der tue dasselbe. Wer dich bittet, dem gib und fordere das Gegebene nicht zurück. Wenn ihr aber Gutes tut, dann schmettert nicht vor euch her mit Trompeten, damit die Menschen sehen, dass ihr Opfer bringt und euch dafür loben. Wenn ihr Gutes tut aus Überzeugung, so seht nicht verkrampft und trübselig aus wie die Heuchler, denn die entstellen ihr Antlitz, damit sie möglichst mühselig und leidend aussehen. Nein, mache dein Gesicht froh und freue dich, damit nicht einmal du selbst weißt, dass du ein Opfer bringst. Hängt nicht am Geld. Ich muss mich leider unterbrechen und einen Satz von Jesus sagen, der heißt: Da,
wo man zu dumm und borniert ist, euch anzuhören, haltet euch nicht auf, geht weiter. Hängt nicht am Geld, verschafft euch kein Gold, kein Silber, keinen irdischen Wert. Auch nicht unnötig viel Kleidung, keine Reserven und kein Gepäck. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Die Geschäfte eines reichen Mannes brachten einen sagenhaften Gewinn. Er überlegte und sagte: Weggeben will ich nichts von dem Geld. Ich muss also noch mehr Konten anlegen, noch mehr investieren, deponieren, operieren, transferieren, und zwar in ganz verschiedenen Ländern, um ganz sicher zu gehen. Also fuhr er über die ganze Welt, kaufte, tauschte, investierte, operierte, deponierte, transferierte, überall. Dann sagte er zu sich: Du bist reich. Unendlich reich. Ruh aus. Iss und trink und amüsiere dich. Du hast keine Sorgen mehr, du hast es geschafft. Du kannst alles haben für dein Geld. Es wird nie weniger werden. Es wird sich von allein vermehren. Da sagte ein Arbeiter zu ihm: Du Narr. Noch heute Nacht wird man vielleicht dein Leben von dir fordern. Wozu hast du das alles zusammengerafft? Das heißt, rafft euch keine Schätze zusammen. Ihr könnt nicht der Wahrheit dienen und dem Besitz. Sorgt auch nicht ängstlich für euer Leben, was ihr essen und trinken sollt, noch für euren Körper, was ihr anziehen sollt. Das Nötige wird eines Tages einer dem anderen geben. Sorgt zuerst für die Liebe. Jetzt, heute, in diesem Augenblick. Und ihr werdet sehen, dass eure Zeit nicht einmal ausreicht dafür. Ist nicht eure Seele mehr als das Essen? Und ist nicht euer Körper mehr als die Kleidung? Seht die Blumen auf den Feldern, wie sie wachsen. Und doch sage ich euch, nicht einmal Millionäre in all ihrem Reichtum sind gekleidet wie eine von ihnen. Eine Frau ruft aus der Menge Jesus zu: Glücklich der Mutterbauch, der dich getragen hat. Jesus ruft zurück: Ja, aber noch glücklicher sind die, die meine Nachricht hören und danach leben. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist,
Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, tut Gutes allen. Liebet eure Feinde, die euch hassen und verfolgen, damit auch die Blinden unter euch sehend werden. Eure Gesetzgeber haben euch gesagt, ihr sollt keinen falschen Eid schwören. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Weder beim Himmel, noch bei der Erde, noch bei Gott. Ja sei ja und nein sei nein. Alles andere ist verlogenes Geschwätz. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht töten, außer im Krieg. Ich aber sage euch, diejenigen, die einen Krieg beginnen oder sich in irgendeiner Form daran beteiligen, sind schon tot. Ihr sollt der Gemeinheit nicht widerstehen. Wenn dich jemand schlägt, dann schlage nicht zurück. Ich habe darauf gewartet, dass du, Großmaul, den Mut hast, mich zu schlagen. Das ist etwas anderes. Und wenn dir jemand deinen Mantel wegnimmt, dann lass ihm mir auch die Jacke. Und wenn dich jemand zwingt, einen Kilometer mit ihm zu gehen, dann gehe mit ihm zwei. Was ihr wollt, dass euch Menschen tun sollen, das sollt ihr auch ihnen tun. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was tut ihr da Besonderes? Tun dasselbe nicht auch die Engherzigen? Wenn ihr nur denen zuhört, die euch zuhören, was tut ihr da Besonderes? Wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was tut ihr da Besonderes? Tun dasselbe nicht auch die Selbstsüchtigen? Und wenn ihr nur denen gebt, von denen ihr sicher seid, es wiederzubekommen, was tut ihr da Besonderes? Tun dasselbe nicht auch die Egoisten und Wucherer? Nein. Tut Gutes allen. Liebet eure Feinde und gebt, ohne etwas zurückzuerhoffen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Verurteilt nicht, damit ihr nicht verurteilt werdet.
spricht frei! Und ihr werdet freigesprochen werden. Was seht ihr da? Den Splitter im Auge eures Bruders und den Balken in euren Augen seht ihr nicht? Oder wie könnt ihr zu eurem Bruder sagen, lasst mich den Splitter aus deinem Auge ziehen, denn in eurem Auge ist ein Balken, ihr Heuchler! Zuerst entferne den Balken aus deinem Auge und dann sieh zu, wie du den Splitter aus meinem Auge ziehst. Darf ich mal was sagen? Jesus zieht sein Hemd aus. Ich möchte was sagen. Kniet vor dem ersten Besten nieder und wäscht ihm mit seinem Hemd die staubigen Füße. Na jetzt. Also redet auf die richtige Sache. Ich will jetzt was sagen. Ich weiß ihn runter. Bitte nicht, das ist doch ziemlich los. Moment. Moment. Ich gehe jetzt noch einmal und zwar zum letzten Mal weg. Und wenn auch nur ein einziger übrig bleibt, der das hören will, dann muss er so lange warten, bis das andere Scheißgesindel weggegangen ist. Also hier möchte noch jemand reden. No, Kinski, der die Gewalt ablehnt, lässt hier einen Friedlichen, der diskutieren will, von seiner Leibwache die Treppe runterschossen. Das sind faschistische Methoden. Und Kinski ist ein Faschist, ein Psychopath. Kinski soll sich... Wenn du nicht so ins Mikrofon schreien würdest, würden wir dich viel besser verstehen. Kinski soll sich bei dem entschuldigen, der hier die Treppe runtergestoßen wird. Das ist immerhin eine Veranstaltung hier und da hat nicht jeder das Recht, auf die Bühne zu gehen. Diskutieren kann man hinterher. So, und ich möchte, und die Leute, die mit mir möchten, dass die Veranstaltung weitergeht, ja, die wollen euch jetzt bitten, mal ein bisschen nach hinten zu gehen und aufzuhören zu schreien und zu unterbrechen und Herrn Kinski zu provozieren. Lassen Sie ihn bitte seinen Text sprechen, dann können Sie Ihren Text sprechen. Jesus, küss unsere Kinder. Rufen die Mütter und Väter, die mit ihren Kindern gekommen sind. Küss unsere Kinder, Jesus.
dann küsst du auch uns. Jesus sagt zu den vorwärts drängenden Menschen, lasst die Kinder vorbei und hindert sie nicht daran, zu mir zu kommen. Denn wenn ihr nicht werdet wie die Kinder und die Nachricht so gläubig annehmt wie ein Kind, so werdet ihr nie den Sinn meiner Worte verstehen. Ihr wisst, dass die, die zu befehlen haben, sich Macht aneignen über ihre Untergebenen. Bei euch soll es nicht so sein. Wer also unter euch der Erste sein will, der soll der Diener aller sein. Wer sich also erniedrigt und wer sich so klein macht wie ein Kind, der wird der Größte sein. Jemand flüstert Jesus ins Ohr: Deine Mutter und deine Brüder sind gekommen, um dich zu sehen. Sie wollen zu dir, aber sie können nicht durch die vielen Menschen. Jesus fragt: Wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? Und er sieht auf die Massen von Menschen, die sich immer dichter um ihn drängen, zeigt auf alle und sagt: Seht, meine Mutter und meine Brüder. Denn nur die, die meine Nachricht hören und sie begreifen und danach leben wollen, die sind meine Brüder und meine Schwester und meine Mutter. Ein Priester tritt auf Jesus zu und lädt ihn in sein Haus zum Essen ein. Jesus geht mit ihm. Und mit ihm gehen viele aus seiner Kommune. Als sie in das Haus des Priesters kommen, setzt Jesus sich gleich an den Tisch. Und zu den Hungrigen, die mit ihm gekommen sind, sagt er: Esst und trinkt, was euch vorgesetzt wird. Der Priester, der ihn eingeladen hatte, ist empört und fragt Jesus: Wieso fängst du zugleich zu essen an, ohne vorher zu beten? Und wieso bringst du deine ganze Kommune mit? Und wieso missachtet auch dieses Gesindel unsere Gesetze? Man sieht euch überall nur fressen und saufen. Warum fastet ihr nie, ihr alten Säue? Warum sieht man euch nie beten? Andere Prediger und ihre Anhänger leben enthaltsam und fasten oft und verrichten ihre Gebete in den Kirchen. Jesus wendet sich an alle Priester und Gesetzgeber, die mit ihnen an den Tischen sitzen, und sagt: Warum ladet ihr mich zum Essen ein, wenn ihr nicht wollt, dass auch die anderen essen und trinken?
Ihr Priester zankt euch um den besten Platz bei den Mahlzeiten. Aber über die Armen, die aus Hunger und Durst essen, regt ihr euch auf. Ihr nennt sie Fresser und Säufer, so wie ihr mich Fresser und Säufer schimpft. Ihr selbst aber fresst und sauft, ohne Hunger und Durst zu haben. Nur noch auf! Woher weißt du, dummes Schwein, wie oft ich in meinem Leben gehungert habe? Woher weißt du, wie oft ich gehungert habe? Na und? Das Abendmahl ist für jemand wie dich. Nur noch mal eine Renni, Junge. Wehe euch Priestern. Ihr sichert euch den ersten Platz in den Kirchen, damit ihr von den Menschen gesehen werdet. Wehe euch Priestern! Ihr schämt euch nicht, euch öffentlich die Hände küssen zu lassen und euch heiliger Vater nennen zu lassen. Schämst du dich denn? Warum soll man euch die Hände küssen? Und warum seid ihr heilig? Und von wem seid ihr Vater? Vater von denen, die man mit den Waffen zusammenschießt, die ihr in meinem Namen segnet? Vater von Krüppeln? Vater von schreienden Müttern in Vietnam? Vater von Witwen? Vater von Waisenkindern? Ihr übertretet die Gesetze Gottes, ihr armen Irren, ihr fahrt über Länder und Meere, um einen einzigen Glaubensgenossen für euch zu gewinnen. Und wenn ihr ihn habt, dann macht ihr aus ihm Schlimmeres als ein Bordell. Ja. Ihr Priester, ihr reinigt das Äußere von allem. Aber das Innere von euch ist verfault und verpestet von Dummheit und Schlechtigkeit. Ihr lächerlichen Stümper, hat nicht der, der das Äußere machte,
auch das Innere gemacht. Darum reinigt ihr da unten das, was in euch innen ist. Und alles andere wird rein sein für euch. Ein Gesetzgeber springt entrüstet auf. Mit solchen unverschämten Reden beleidigst du auch uns. Jesus antwortet: Wehe auch euch Gesetzgebern. Ihr beladet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten. Ihr selbst aber rührt diese Lasten nicht mit einem einzigen Finger an. Wehe euch Gesetzgebern, euch Mördern. Ihr baut den Märtyrern Denkmäler, stellt sie in den Kirchen auf und lasst sie heilig sprechen. Ihr selbst aber habt sie zu Märtyrern gemacht. Wehe euch Gesetzgebern, euch wahren Kriminellen. Ihr habt den Menschen jede Möglichkeit genommen, die Wahrheit zu erkennen. Und denen, die nach der Wahrheit schreien, den schlagt ihr aufs Maul. Wehe euch Gesetzgebern, euch Priestern. Eure Sprüche, die ihr vortragt, sind nichts als Tricks von Menschen. Wäret ihr doch wenigstens heiß oder wenigstens kalt, aber ihr seid nur lauwarm und ich spucke euch aus. Die hasserfüllten Priester und Gesetzgeber müssen mit jedem Tag erkennen, dass immer mehr Menschen nach Jesus rufen und seine Nachricht hören wollen. Dass immer mehr Menschen ihm nachfolgen und nach seiner Wahrheit leben wollen. Das macht den Priestern und Gesetzgebern Angst. Sie kommen zu Neuem vom Jesus und fragen ihn: Gib uns ein Zeichen, dass du der Erlöser bist. Wer bist du? Wir wissen ja nicht einmal, wer du bist. Sag uns endlich, wer du bist. In wessen Auftrag handelst du? Wer gibt dir das Recht dazu, das alles zu sagen und zu tun? Jesus antwortet: Am Abend sagt ihr. Schönes Wetter, denn der Himmel ist rot. Am Morgen sagt ihr, heute wird es mies, denn der Himmel ist trübe und wolkig. Die Zeichen der Zeit wisst ihr nicht zu unterscheiden. Die Zeichen des Wetters, ja. Einem stumpfsinniges und bösartiges Geschlecht will ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als der Aufruf, den ich an die Menschen richte. Da ereignet sich für die wütenden Priester und Gesetzgeber ein Skandal. Eine Frau stürzt vor Jesus nieder, küsst ihm die Füße und wäscht ihm die Füße mit ihrem Haar. Jesus wehrt sich nicht dagegen, sondern ist gerührt von der Handlung dieser Frau und sagt zu ihr: Und wieder den Text vergessen? Geh und freue dich.
Deine Liebe hat dich gerettet. Täglich neu Naja, du gehörst ja auch zu denen, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Deswegen sage ich das hier. Du streust Hass. Das musst du erst mal. Wo war Kempfile? Erste Wahl. Hast du gar keine Ahnung. Immer mehr Menschen glauben an Jesus und folgen ihm nach. Die Priester und Gesetzgeber sagen, dieser Mann ist die Pest. Es gibt nur eine Möglichkeit, ihn loszuwerden. Er muss sterben. Als Jesus in die heilige Stadt kommt, sehen alle, die ihm nachfolgen, die gewaltigen Kirchen, riesige Säulen und Bögen aus Marmor, prunkhafte Tore, Kuppeln und Türme, weite Plätze, Verwaltungsgebäude, Paläste, in denen ganze Heere von Priestern wohnen, Bischöfe, Kardinäle und der Papst, wertvolle Statuen, Bilder, Wandbehänge, Teppiche, Schatzkammern und unzählige Altare überhäuft mit Gold. Alle sind von diesem Eindruck überwältigt und rufen begeistert: Was für eine Pracht! Und was für Bauten! Jesus bleibt nicht einmal stehen und sagt: Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Aus diesem Plunder wird noch keine Kirche. Denn Kirchen baut man aus lebendigen Menschen. Jesus kommt in die heilige Stadt und viele, die hören, dass Jesus kommt, laufen ihm entgegen und reißen Blumen ab und streuen sie auf die Straßen. Und alle rufen: Jesus Christus, unser Erlöser, kommt. Die Priester und Gesetzgeber sind außer sich. Sie sagen, die ganze Welt läuft ihm nach. Und sie schicken Polizisten los, um Jesus festzunehmen. Als Jesus zu den Menschen sprechen will, kommen die Polizisten, um Jesus zu verhaften. Aber keiner wagt, Jesus anzufassen. Denn sie sehen, dass so viele an ihn glauben. Sie mischen sich unter die Menschen und hetzen die Menschen gegen Jesus auf und sagen: Wir haben einen Haftbefehl gegen ihn, weil er das Volk verführt. Jeder, der ihm zuhört und der ihm folgt, wird ins Gefängnis kommen. Scharfe Worte fallen auf beiden Seiten. Die ersten Steine werden aufgehoben. Die Polizei geht mit Tränengas gegen die Massen vor. Jesus ruft: Wer von euch nicht nur eine große Schnauze hat, sondern wirklich ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein! Da lassen die,
die eine so große Schnauze hatten, die Steine fallen. Die Priester und Gesetzgeber fragen die Polizisten, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Polizisten sagen, noch nie hat ein Mensch so gesprochen, wie dieser Mensch spricht. Die Priester und Gesetzgeber schreien in panischer Angst, dieser Saboteur muss so schnell als möglich abgeurteilt werden, damit Ruhe und Ordnung wiederhergestellt werden, zur Sicherheit und zum Wohl unserer Mitbürger, die ein Recht haben auf die Einhaltung unserer Gesetze. Viele sagen zu Jesus, lass uns weggehen von hier. Die Menschen, zu denen du sprichst, begreifen nichts. Die Priester und Gesetzgeber hassen dich. Sie hetzen die Menschen gegen dich auf. Sie werden dir nie verzeihen, dass du die Wahrheit sagst. Was kannst du gegen sie tun? Sie haben Polizei und Militär und haben Tränengas und Maschinenpistolen. Jesus sagt, ich kann nicht weggehen, bis nicht auch die Analphabeten hören und begreifen. Ich habe heißes Erbarmen mit diesen Menschen. Eines Tages werden sie meine Worte begreifen und danach leben. Habe ich euch nicht gesagt, der nicht zu feige ist, nach der Wahrheit, die ich verbreite, zu leben, der wird, auch wenn er stirbt, weiterleben. Kein Geld hätte ich den Mut. Jesus spricht zu den Scharen von Menschen. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Dunkelheit bleiben muss. Ich will euch lebendig machen. Ich bin nicht gekommen, die Bösartigen zu richten, sondern wer meine Nachricht nicht hört und sie befolgt, der hat seinen Richter. Die Wahrheit, die ich euch zugerufen habe, wird ihn richten. Ich weiß, dass mein Aufruf ewiges Leben bedeutet. Ihr werdet vor Trauer schreien. Wenn ihr mich getötet habt, warum wollt ihr mich also töten? Die Menschen schreien durcheinander. Wer will dich denn töten? Habt ihr nicht gehört, dass man ihn anzeigen soll, wenn er zu den Menschen spricht? Und dass jeder ins Gefängnis kommt, der ihm zuhört und der ihm folgt. Und andere sagen, zu wem sonst sollen wir denn gehen? Krimis, bist du besser? Du weißt dabei auch nur nicht, dass ich auch solche Krimis nicht für einen Schwachsinnigen gemacht habe, wie du bist, du Idiot.
Was weißt denn du von Gott? Das ist hier nicht hin! Weißt du denn von ihm? Hier ist das zu viel als ihn. Also jetzt für die anderen kommt jetzt einer von diesen Schwachsinnigen herauf und spricht. Ich möchte auf Folgendes aufmerksam machen, dass Herr Kinski eine sehr entscheidende Botschaft bisher vorgetragen hat, dass er es aber unterlassen hat, durch sein Handeln sich mit dieser Botschaft identisch erklären zu können. Ich darf ein Zitat bringen, an den Werken sollt ihr sie erkennen. Das ist für mich entscheidend. Diejenigen, die nur hier hingekommen sind, um zu verhindern, dass Herr Kinski spricht, möchte ich bitten, jetzt sofort den Saal zu verlassen, damit die Veranstaltung ordnungsgemäß fortgeführt werden kann. Sollten diejenigen, die nur hier hingekommen sind, die Veranstaltung zu stören, dieser Aufforderung nicht zu entsprechen, sehe ich mich leider genötigt, von meinem Hausrecht Gebrauch zu machen. Sie haben die Wahl, die Herren Störenfriede haben die Wahl, ihr Geschrei auf der Straße fortzusetzen oder in meiner Veranstaltung. Würden die Provokateure jetzt bitte den Saal verlassen, aber sofort. Möchte ich als erstes Hausverbot geben, bitte verlassen Sie den Saal. Also, es tut mir wirklich leid für die anderen Leute, aber in diesem Augenblick ist die Vorstellung wirklich zu Ende. Thank you.
gesucht wird Jesus Christus. Angeklagt wegen Verführung, anarchistischer Tendenzen, Verschwörung gegen die Staatsgewalt. Besondere Kennzeichen, Narben an Händen und Füßen. Angeblicher Beruf, Arbeiter. Ja, es hat jetzt auch. Seid doch mal ruhig da hinten. Nicht mal möglich, dass 100 Leute ruhig sind. Gesucht wird Jesus Christus. Gesucht wird Jesus Christus. Angeklagt wegen Verführung. Anarchistischer Tendenzen. Verschwörung gegen die Staatsgewalt. Besondere Kennzeichen, Narben an Händen und Füßen. Angeblicher Beruf, Arbeiter. Nationalität, unbekannt. Decknamen, Menschensohn, Friedensbringer, Licht der Welt, Erlöser. Der Gesuchte ist ohne festen Wohnsitz. Er hat keine reichen Freunde und hält sich meist in ärmlichen Wohngegenden auf. Seine Umgebung sind Gotteslästerer, Staatenlose, Zigeuner, Prostituierte, Waisenkinder, Kriminelle, Revolutionäre, Asoziale, Obdachlose, Arbeitslose. Komm, das ist ja alles so ein Scheißdreck. Was macht ihr denn da bloß? Ich kann ja auch so nicht. Das ist ja nicht mal das, was mich stört. Das ist ja nur, dass die nicht einmal hinten holen. Das sind doch die Bohnen, Leute. Die Scheinwerfer. Ja, aber das Gebrummel, hörst du doch das Saalmikro. Schau mal bitte, das ist das Saalmikro. Man haut es doch zusammen. Ich brauche ja keinen. Du meinst, es ist vielleicht besser, ich weiß es nicht. Alle. Ruhig und lassen. Gesucht wird Jesus Christus. Komm, halt doch die Schnauze. Kannst du dir nicht vorstellen, dass ein Mensch, der 30 Schreibmaschinenseiten reden muss, diesen Sinn, dass man da einfach nur die Schnauze halten muss? Kannst es dir nicht vorstellen, dann lass es dir von irgendjemand mit dem Hammer in dein Gehirn eindämmern. Kennzeichen, Narben an Händen und Füßen, angeblicher Beruf, Arbeiter, Nationalität, unbekannt, Decknamen, Menschensohn, Friedensbringer, Licht der Welt, Erlöser. Verlass mich nicht. Mein Gott, ich kann nicht sterben. Siehst du nicht, dass ich nicht sterben kann?
denn mein Sterben überhaupt einen Sinn? Mein Gott, ich muss es wissen. Gib mir Kraft zum Sterben. Gib meinem Sterben einen Sinn. Wenn ich jetzt sterbe, dann lass die Menschen dasselbe tun, was du von mir verlangt hast. Werden die Menschen begreifen, warum ich jetzt sterben muss? Warum ich 2000 Jahre lang gestorben bin und immer wieder sterbe, jeden Augenblick? Mein Gott, lass sie doch endlich begreifen, warum ich sterbe. Dann will ich nicht mehr klagen. Dann will ich nicht mehr leiden. Dann ist es leicht zu sterben. Dann ist es vollbracht. Gesucht wird Jesus Christus. Angeklagt wegen Verführung, anarchistischer Tendenzen, Verschwörung gegen die Staatsgewalt, besondere Kennzeichen, keine. Angeblicher Beruf. Keiner. Nationalität. Unbekannt. Decknamen. Menschensohn. Friedensbringer. Licht der Welt. Erlöser. Der Gesuchte ist ohne festen Wohnsitz, er hat keine reichen Freunde und hält sich meist in ärmlichen Wohngegenden auf. Seine Umgebung sind Gotteslästerer, Staatenlose, Zigeuner, Prostituierte, Waisenkinder, Kriminelle, Revolutionäre, Asoziale, Arbeitslose, Obdachlose, Verurteilte, Eingesperrte, Geflohene, Gejagte, Misshandelte, Zornige, Kriegsverweigerer, Verzweifelte, Schreiende Mütter in Vietnam, Hippies, Gammler, Fixer, Ausgestoßene, zum Tode verurteilt. Es ist möglich, dass es sich um ein elternloses Kind handelt. Vielleicht ist seine Mutter eine Hure. Vielleicht ist sein Vater ein Sträfling oder lebt in einer Kommune. Der Gesuchte gehört nicht der Gesellschaft an, keiner Partei. Auch nicht der Partei der Christen, keiner Kirche. Auf Parteitagen und Versammlungen findet man ihn nicht. Parolen und Programme sind ihm ein Gräuel. Er ist weder Protestant, noch Katholik, noch Neger, noch Jude, noch Kommunist. Er trägt nie Uniform. Der Gesuchte betreibt Sabotage an unseren Gesetzen und an unserer Ordnung. Er predigt die Gleichheit und Freiheit aller Menschen und muss als gefährlicher Anführer bezeichnet werden. Zweckdienliche Angaben, die zu seiner Festnahme führen, nimmt jede Polizeistation entgegen.